Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt die dankenswerte Aufgabe, Sie vom Mittagsschlaf abzuhalten und zu versuchen, Ihnen mit einem lebendigen Vortrag die Mittagspause etwas, sagen wir mal, kurzweilig zu gestalten. Aber ich hoffe, dass ich auch ein paar Botschaften Ihnen senden kann. Ja, ich habe viele Hüte hier im Moment auf, so komme ich mir wenigstens vor, weil ProcessNet und 50%-Idee und Planlayout und Piping, dahinter versteckt sich nämlich letztendlich auch 2D, 3D-Planung bei uns im Hause Bayer. Also das ist so die Melange, in der ich unterwegs bin. Und bei dem Unterwegssein war ich im Sommer diesen Jahres auf dem ersten Engineering Summit in München und habe dabei den Herrn Gress, den Kollegen von der BASF, gut bekannt erlebt, der aus meiner Sicht drei ganz wichtige Thesen aufgestellt hat und formuliert hat, nämlich wer den Lebenszyklus versteht, kann die optimale Anlage konzipieren. Da kam für mich der Gedanke Plant Life Cycle natürlich hoch, weil wir eben nicht nur über die Planung gucken dürfen, nicht nur aufs Construction, sondern auch auf den Betrieb der Anlagen. Die Verknüpfung all dessen ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Interessenvielfalt des Betreibers muss berücksichtigt werden. Da höre ich so ein bisschen, dass es viele Interessen gibt, die man berücksichtigen muss. Nicht nur die Interessen des Betreibers, sondern sicherlich auch der Lieferanten, sicher aller Beteiligten in einem Projekt. Das heißt, die Menschen müssen zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die ich dahinter sehe und die ich auch heute Morgen in den beiden Vorträgen sehr deutlich wahrgenommen habe. Das waren, glaube ich, Grundbotschaften. Und wichtig, Mehrwert durch optimalen Kapitaleinsatz und minimale erforderliche Projektlaufzeit. Wer auf die rechte Seite gespinkst hat, hat gesehen, dass dort auch gezeigt wurde in einer McKinsey-Studie, dass uns in verschiedenen Industrien asiatische Anbieter deutlich voraus sind. Die sind nämlich wirklich schon da angekommen, wo wir eben mit der halben Zeit gerade von reden. Da sehen wir eben, dass Koreaner wurden da insbesondere auf diesem Event zitiert, die eben deutlichst schneller sind und zwar komischerweise über die Montage kommt. Das ist so deren große Stärke. Also haben wir da offensichtlich in der Wahrnehmung einen Nachholbedarf. Es ist gar nicht mehr so euphorisch zu sagen, wir wollen in der halben Zeit fertig werden. Das ist gar nicht die, wie wir immer glaubten, große Prämisse, sondern andere sind uns in wichtigen Elementen da möglicherweise schon voraus, wenn ich da einfach dieses Bild vom Herrn Gress mal stresse. Nun muss ich sagen, das, was Herr Gress formuliert, ist etwas, was wir eigentlich kennen in der chemischen Industrie. Denn wir wissen, dass eben insbesondere in den Märkten, wo wir es mit Fein- und Spezialchemikalien zu tun haben, der Wettbewerbsdruck durch Schnelligkeit ganz klar geprägt wird. Und das hat uns in der Dechema, in der ProcessNet dazu getrieben, uns Gedanken darüber zu machen, wie man im Prinzip schlicht und ergreifend schneller werden kann. Und dazu haben wir im Jahre 2009 viele Leute zusammengefahren, um nochmal deutlich zu machen, was ist die 50%-Idee. Es geht wirklich nicht nur um die Errichtung einer Anlage, sondern es geht um den gesamten Zyklus von der Entwicklung, von den Versuchen in der Mini-Plant bis hin zur Realisierung der Anlage. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass wir dafür heute teilweise 10 Jahre oder mehr brauchen. Und wenn wir Kleinproduktionen haben, 1000 Tonnen, 2000 Tonnen, dann kippen einige der Produkte heute schlicht und ergreifend weg. Wir bringen sie gar nicht auf den Markt, weil wir uns dann irgendwann nicht trauen und möglicherweise die Vorhersage sich auch nicht so bestätigt. Weil der Blick in die Glaskugel ist eines der größten Probleme, mit dem wir dann bei diesen Produktionen konfrontiert sind. Und wie ich eben schon andeutete, wir haben uns da zusammengesetzt und haben gesagt, was müssen wir denn tun, um diesen Prozess schlicht und ergreifend wirklich radikal zu beschleunigen, 50% besser zu werden. Und dazu haben sich 2009 in einem Tutzing-Symposium eine illustre Gruppe getroffen. Das war eine eingeladene Tagung. Und Sie sehen, wenn Sie auf die Teilnehmerliste schauen, dort ist vertreten wirklich die chemische Industrie, die Prozessindustrie, aber eben auch die Zulieferer, die Ingenieurfirmen, Tool-Lieferanten waren dabei, Hochschulen waren dabei und was uns ganz wichtig war, es waren auch Leute aus ganz anderen Industrien dabei, weil der Gedanke war, wir wollen ja nicht alles selbst erfinden, sondern wir wollen
lernen von anderen Industrien, die derartige Komplexitäten selber schon realisiert haben. Automotive, Luftfahrt, das waren so die Stichworte, mit denen wir uns dort konfrontiert haben.